Sven, hör auf zu singen. Alter, das tat mir selbst weh in den Ohren. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender. Heute ist der 21. Dezember und ihr ahnt es schon anhand des Bildes, so langsam werden wir besinnlich und weihnachtlich und freuen uns gar tierisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Und deswegen habe ich angefangen, mir ein paar Weihnachtsspiele herunterzuladen und ja, möchte euch heute das erste präsentieren. Es ist Passage 3, die Weihnachtsedition. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe nur auf einer großen Liste von Weihnachtsspielen gesehen, dass es ein Weihnachtsspiel ist. Und wir drücken mal auf Neues Spiel und schauen, was hier passiert. Kurzanleitung. Entfernen Sie alle markierten Spielsteine, um das nächste Level zu erreichen. Vervollständige Straßen verschwinden vom Spielbrett und damit natürlich auch die markierten Spielsteine. Schnelles Anlegen wird durch Extrapunkte belohnt. Die Gesamtspielzeit beträgt 45 Minuten. Es darf nicht gespeichert werden. Oh, das ist ja schlecht. Okay. So. Welche Steine sind die markierten? Die jetzt schon da sind? Was muss ich machen? Okay. Ah ja, okay, markiert sind die mit den Ecken. Das haben wir schon mal festgestellt. Und ich muss offensichtlich versuchen, Reihen vollzukriegen hier. Den grünen, den kann ich jetzt irgendwie gar nicht anlegen. Rechte Maustaste, okay. Ja, okay, das sieht ja gut aus. Ah, verdammt, der hätte angelegt werden können. Den will ich nicht. Dann, ja, den kann ich da einlegen, dann müsste die ganze Reihe weg sein, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Ja, fluppt, ich habe das Spiel begriffen. Gut, weiter geht's. Okay, versuchen wir am besten mal die Reihe hier zuerst voll zu kriegen. Das sieht gut aus, also es muss das gleiche Symbol oder die gleiche Farbe sein. Das habe ich schon begriffen. So, damit kann ich nichts anfangen, aber ich muss anlegen, wenn ich anlegen kann. Das ist hier zum Beispiel der Fall. Meine Güte, diese Weihnachtsmusik kann aber auch tierisch nervig sein. Das ist schwierig. Aber ich kann ja immerhin hier runterlegen. Das geht immer. Ah, verdammt. Okay. Wohin mit diesem komischen Schneemann? Habe ich hier irgendwo noch einen Schneemann über? Oder was Ledernes? Nee, eigentlich nicht. Also weg damit. Okay. Das kann man super machen. Und ich glaube, nee, das kann ich hier nicht tun. Das ist so ein Wildcard-Moped. Das würde gehen, wenn ich diesen doofen Weihnachtsmann hier nicht hätte. Da muss ich was anderes einfallen lassen. Orange. Oh mein Gott, jetzt wird's weihnachtlich hier. Düm, 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 düm. Zack, die sind schon mal weg. Bleiben noch ein paar über. Ich glaube, die hier alle sind nämlich noch, genau. Dab, dam, dam. Oh, guck mal, hier so ein komplettes Wildcard-Ding. Das ist super, da kriege ich auch die Reihe weg. Und dann habe ich auch schon wieder gewonnen. Woo! Ich bin so großartig. Wie, Rest 2? Ach so, die da hinten. Ah, okay. Doch noch nicht gewonnen. Zu früh gefreut. Dann einen Baum können wir da anmachen. Nehmen wir da hin. Zack, zack. Schneeflöckchen nach dort. Das kann da auch hin. Tannenbaum, dahin von mir aus. Schneeflocke. Ach, verdammt. Dahin. Ein Schneemann, der passt. So, jetzt aber. Yay, Level 2 beendet.
dum, 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 da, da, dum, da, dum, dum, dum. Seid ihr auch alle schon so besinnlich drauf wie ich? Was? Achso, der ist blau. Meine Güte. Ich bin wenig erkältet, aber das ist so diese Jahreszeit durchaus normal. Ta, tam, ta, dam, tam, tam, pa, dam. So eine Schneeflocke. Da ist doch Platz. Guck mal, wenn ich das hier dahin packe, dann wäre das nämlich auch wieder ein bisschen gesicherter hier. Das dürfte auch passen. Den machen wir dahin. Der passt da eigentlich ganz super hin. Dat nach da. Ah, verdammt, ist ein Schneemann. Dammit, okay. Es ist ein Schneemann. Der kann dahin. Da muss irgendetwas hin, was das Ding hat. So. Ein rotes Geschenk. Von mir ist einfach dahin, dann ist die Reihe nämlich auch weg. Ta, tam, tam, tam. Oh, es ist aber hier die orangen Spezialeinheit dran. Da, tam, tam, tam. Wenn wir jetzt noch eine orangen ist, dann habe ich da unten das schon wieder gewonnen. Tannebäumchen. Ist ein bisschen schade, dass ich gerade dieses Lied nicht mitsingen kann, weil ich keine Ahnung habe, wie der Text genau geht. So, diese Reihe und diese Reihe da oben wegkriegen. Das heißt, wenn ich das hier mache, habe ich da oben relativ Freiheit. So, die Reihe weg. Jetzt hier, blau oder Kerze, komm. Kerze. Gelb oder Kerze? Ja doch, gelb oder Kerze. Diese geile MIDI-Musik. Christmas. Da 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 da. Entschuldigung, ich bin zum Singen nicht geeignet. Und das stellen wir auch jedes Jahr wieder fest bei unserer Familienweihnachtsfeier, dass der Sven besser nicht mitsingt. Aber was soll's. Ich singe am schiefsten, aber dafür am lautesten. So. Wo kommt denn die Glocke hier hin? Da. Oh, ich kann es aber auch nicht lassen, das ist das Problem. Da, da, da. Da, dam, 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 dam. Ich kann nicht mehr den Text, aber ich muss unbedingt mitsingen. Zack, alle weg verschwunden hier. Das kann dahin. Dann können wir hiermit eigentlich da weitermachen. Das macht zwar keinen Sinn letztendlich, aber was soll's. Kostet ja auch nichts. Ah, Gott, ich hasse diese MIDI-Musik, muss ich ja echt zugeben. Also ich weiß nicht, warum es keine coolen Weihnachtsspiele gibt. Das muss ich ja echt dazu sagen. Ich habe ja lange gesucht nach Sachen, die halbwegs erträglich sind für uns alle. Aber das ist ehrlich eines der besten, die ich gefunden habe. Zumindest sah das auf den Screenshots so aus. Das ist letztendlich noch viel schrecklicher, als ich es mir wirklich vorgestellt habe. Zumindest von der Musik. Scheiß MIDI-Gedudel hier. Doch es ist halt Weihnachten.
Wir ertragen den Weihnachtsscheiß, weil Sven einfach nicht singen kann. Sven, hör auf zu singen. Alter, das tat mir selbst weh in den Ohren. Und ich habe ein Headset auf und die Musik ist so laut, dass ich mich eigentlich selber gar nicht höre. Oh, hier so ein könnte alles sein Ding. Bam, ist die Reihe auch voll, geht doch. Wenn wir jetzt diese Reihe hier noch voll kriegen, wäre das total super. Aber ich merke so langsam, was die Schwierigkeit dieses Spiels ist. Denn man ist verpflichtet, diese Punkte zu sammeln. Also diese Karten zu legen, sofern man kann, sonst verliert man hier oben Credits. Und wenn man zu viele Credits verloren hat, ich weiß nicht, ob man dann verliert, aber... Oh, was ist jetzt wieder los? Alter, was ist das? Soll das Jingle Bells sein? Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Dieses Lied ist voll kacke. Meine Güte, also das Lied an sich ist eigentlich gut, aber dieser... Midi-Gedudel, das geht mir auf den Sack. Es geht mir auf den Sack, es geht mir auf die Eier. Ich habe diesen scheiß Sound hier satt. Ich hätte wenigstens vorher Texte ausdenken sollen, aber ich wusste ja nicht, was mich hier Krankes erwartet. Na 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 Weihnachtsfeeling! Da 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 da. Nur noch diese beiden da, dann haben wir schon gewonnen. Hey! Und Bob Schwammkopf. Ach, das war was anderes. Okay. Was? Ach so, oh, Tannenbaum. Okay. Ach so. Kann ich jetzt anfangen zu... Ach so, irgendwie... Weiß ich nicht, ob das so alles richtig... Also nicht gesungen ist, aber richtig... Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, das Ding ist deutlich neben dem Takt. Ich weiß nicht... Ah, oh, das zum Beispiel. Was war das? Wer hat diese Lieder bitteschön aufgenommen und eingespielt? Tannen... Was? Was? Warum ist auf einmal hier so eine Swing-Version hier? Was soll das? Was? Down, 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 down. Yo, Tannenbaum. Ja, du geiler Tannenbaum. Tut mir leid. Ich weiß, das tut euch in den Ohren weh. Ich find's ja auch nicht gut, aber... Was willst du machen? Weg damit! Yeah! Das Schlimme ist eigentlich, dass das ja die Weihnachts-Edition ist, was mich stark vermutet ist, dass es auch eine normale Edition zu diesem Spiel gibt. Und ich frag mich, wie die aussieht, aber ich möchte es auf keinen Fall testen. Ja, du geiler Tannenbaum. Yeah. Oh, verdammt, der hätte überall dran gekonnt. Schweinerei. Oh, Tannenbaum, yeah. Der Opa sitzt im Kofferraum. Der Opa schreit, du blöde Kuh, oh Tannenbaum, der Opa sitzt im Kofferraum, yeah, in der Haus, yeah, der Opa sitzt in der Haus, oh yeah. Meine Güte, tut mir leid, aber das ist so schwierig für mich zu begreifen hier. Aber ich bin ja auch ein musikalisches Genie, wie ihr sicherlich schon festgestellt habt. Dadam, dam, Level 5 beendet. Ich frag mich, wie viel Zeit wir hier wohl noch verbringen werden. Und kommt. Weil es gerade so festlich ist und ich heute gut drauf bin, werde ich bis zu Ende spielen. Und ihr müsst ertragen. Das tut mir leid, yeah, yeah, es tut mir leid. Oder bis ich die Musik wiederholt. Wenn die Musik sich zu stark wiederholt, mir also dermaßen was auf den Sack geht, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe.
Oh, was ist jetzt los? Ist das in der Weihnachtsbäckerei? Nein. Lala. Komm, wir in der Kirche einfach mal Lala mit singen und hoffen, dass das irgendwie passt. Bum badum bum 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 bum. Has a very shiny nose. And if you ever saw him, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolf joining any reindeer games. Achtung! Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, oh yeah, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my slave tonight? Oh Gott, ich bin so in einer Sing-Ekstase, dass ich völlig vergessen habe, weiterzuklicken. Yeah, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you will go in history. Yeah, geh in die History. Los, 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 los. Rudolph, das rotnasige Rentier, hat deine sehr scheinende Nase. Und wenn du sie je gesehen hast, würdest du sogar sagen, sie leuchtet. Alle von den anderen Rentieren benutzten es zu lachen und nannten ihn Namen. Sie haben den armen Rudolf nie bei irgendwelchen Rentierspielen mitmachen lassen. Dann eines nebligen Weihnachtsabends, da kam Santa, um zu sagen, Rudolf, mit deiner Nase so hell, möchtest du nicht den Schlitten führen? Und alle waren fröhlich. Und was weiß ich, lala, ich hab grad... Rudolf, du rotnasiges Rentier, du wirst Geschichte schreiben. Ach so, History, yeah, du schreibst heute Geschichte. Was jetzt? Was soll das denn sein? Gibt's da einen Text zu? Was ist das für ein Lied? Da, 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 da. Ich kenne das Lied prinzipiell, aber... Da, 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 Christmas, da, 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 voll Weihnachten. Das ist wirklich super toll. Ja, 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 la, 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 la. Das ist falsch, was ich hier mache, aber... Da, la, 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 Christmas Eve. Ich hab keine Ahnung. Okay, jetzt wird ein anderes Lied. Ah, verdammt. So geht's mir auch immer, wenn unsere ganze Familie an Weihnachten zusammensitzt und schön singt und ich keine Ahnung hab, was sie da eigentlich singen. La 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 la, das kann ich doch irgendwo anlegen. Ach doch, da und da. Ah, Mist. Labert da irgendwie noch so eine Olle im Hintergrund? Habe ich da gerade irgendwie eine Frauenstimme vernommen? Was weiß denn ich? Sven singt einfach fröhlich mit, auch wenn er gerade nicht weiß was. Sven singt einfach fröhlich mit, auch wenn er gerade nicht mal weiß was. Sing, sing. Jetzt kann ich so schwierig sein, hier was Passendes zu finden. Dum, 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 dum. Na, das passt nicht wegen dem scheiß Geschenk. Habe ich mir irgendwie, glaube ich, die Karten gelegt. Die Karten, egal. Kann ich irgendwo doch da und da? Scheiß Dreck. Ich habe nur noch 4 Credits. Ich glaube, das verkacke ich. Einen dicken Weihnachtsmann. Tannenbaum. Ich habe keine Ahnung, wo der hin soll. Da. Glocke. Kerze. Lala. Ich muss doch hier irgendwie was hinkriegen. Da, der kann da unten noch dran. Das geht sicherlich auch noch irgendwie. Da wird schwierig. Das kann ich auch nicht. Da unten kann ich hier noch dranlegen. Oder da.
Komm, jetzt aber. Ja, Reihe voll. Aber ach, scheiße, da unten die Reihe muss ja auch noch. Dum, 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 dum. Oh. Was ist das hier? Bam, 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 bam. Dam, dam. Irgendjemand spielt sehr schön Klavier. Dam, dam, dam. Irgendjemand spielt sehr schön Klavier. Doch ich kenn das Lied leider nicht entziffern. Dam, 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 dam. Jemand spielt sehr schön Klavier. Dam, dam, dam. Ja, wirklich schön Klavier. Ah, grr. Oh, jetzt habe ich aber keine Credits mehr. Ich glaube, jetzt habe ich gleich verloren. Das wäre wirklich fürchterlich, wenn ich hier verlieren würde. Das wäre schlecht, schlecht. Das wäre wirklich furchtbar, fürchterlich. Lalala, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich bin in so einer grumpy, grumpy... Tuddelidu-Stimmung hier. Ich musste mal irgendwie so eine Reihe vollkriegen hier, damit ich die wieder freikriege. Fehlt mir hier irgendwo nicht nur ein so ein Ding. Da zum Beispiel. Wupp! Und schon kann ich wieder viel mehr Karten legen. Yay! Yay, 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 yay. Dum, dum, yay. Yay, 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 geht nicht. Ach, puh, ging sogar wirklich nicht. Dem, 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 dem. Alter. Ah, verdammt, wegen dem Paket. Ah, die Credits sind aufgebraucht. Oh nein. Hey, cool! Ich bin auf jeden Fall in Highscore und ich heiße Sven, falls Sven zockt. Ja! Ich habe die Highscore erreicht und ich werde das Spiel jetzt bestimmt direkt noch 35 Mal spielen, bis ich meine eigene Highscore geschlagen habe. Wahrscheinlich, ne? Haut da rein, Leute. Das war total super. Bis morgen. Ich hoffe, dass das Weihnachtsspiel für morgen besser ist. Ich hoffe es wirklich für uns alle. Für meine Nerven, für meine Stimmbänder, für eure Ohren. In diesem Sinne, haut da rein und ja, bis morgen, den 22. Dezember, ne? Haut da rein, da ist Exit. Bäm!